Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Ja, ich habe eigentlich gerade schon eine Folge aufgenommen, aber ihr seht ja schon, ich habe gedockt bereits. Mein Aufnahmeprogramm hat sich nach einer Zeit immer mehr aufgehängt und ist dann puff abgestürzt. Datei war nicht mehr rettbar und ja. Damit wir mal mit euch wieder auf den Stand kommen, wir haben unsere Wissenschaftler alles hier oben, wie jetzt hier Bob zum Beispiel. Problem ist, unsere Freunde sind leicht radial zerstört. Wir hatten einen Sonnensturm in der Zwischenzeit, der letzte Folge oder bei der kaputten Folge vorbeigegangen ist. Aber man kann hier sehen, sie sind alle radioaktiv verseucht. Was bedeutet, wir müssten die ganze Crew einmal austauschen. Ist das natürlich blöd, weil wir haben keinen freien Docking-Port aktuell. Das Einzige, was man machen könnte, was ich glaube, ich machen werde, wir checken das Creatures Comfort Teil hier nach Hause. Weil wir brauchen einen freien Docking Port. Auf jeden Fall. Weil irgendwie müssen wir das Teil hier versorgen können. Die Experimente müssen wir jetzt nicht so dringend machen. Deswegen machen wir jetzt Folgendes. Wir docken das Teil hier ab. Und übernehmen die zweite. Irgendwie muss ich das jetzt übernehmen. Ich habe noch nicht wirklich einen Plan, wie ich das mache. Bei der Ordnungsstation gehen wir mal. Und dann schauen wir, dass wir das irgendwie übernehmen können. Dann schicken wir das wieder wohin, wo es verbrennen kann. Oder da einfach direkt in die Atmosphäre der Erde. Dann sind die Ressourcen wieder auf der Erde. Bekloppt 001? Nee, was auch immer. Was war nochmal bekloppt 001? Das ist eine Sonde. Dann würde es eh das Teil sein, oder? Man Station müsste hier irgendwo auch noch stehen. Man Station 001. Nee, das ist schon das dann. Dann ist es jetzt die Sonde. Weil da ist kein Mensch drin. Weil wir bauen jetzt an einem mit mindestens 4 Personen ein Raumschiff drin, was Richtung Luna Mann fliegen kann und wieder zurück. Und dann würde ich einen Escape Pod Notfall Modul vielleicht mal bauen, aber da müssen wir noch anders drüber nachdenken. Nein! Ey! Das war jetzt aber nicht so geplant. Was soll denn das? Von hier steuern. Abdocken. Na endlich. So. Wir nehmen gleich mal ein bisschen Abschied. Okay, das ist falsch. Einfach damit die wissen, wie es abgeht. Weg mit dem Teil. Und einmal aus der Umlaufbahn hier rausballern. Wir testen jetzt. Das ist ja eh wurscht mit dem Teil hier. Puff. So. Das geht jetzt in die Umlaufbahn hier. Hier vorspulen, klack. Aber ich weiß, das gehen wir jetzt hier hin. Das wird jetzt ganz schnell zurückschwingen Richtung Erde. So können wir den Debris vernichten. Und in der Atmosphäre verglühen lassen. So. So. Mit 38 Meter sollte das Teil nicht weit kommen. Da fliegt dieses kleine Sondenteil wieder zurück.
Wir schalten mal die Solarpaneele aus, weil mehr auf einer Fläche den Debris. Aber das Teil ist auf jeden Fall nicht mehr wirklich zu gebrauchen. Wir deaktivieren auch fast alle Antennen. Nur noch das Nötigste bleibt aktiviert. SAS können wir auch deaktivieren, oder? Normal, okay, da kann man nicht viel einstellen. Aber das wird relativ schnell verbrennen, denke ich. So, dann ist jetzt für uns die Zeit zurück zur zum Weltraumzentrum. Denn mich würde ein, zwei Sachen interessieren. Da ja irgendwie KSP noch eine Ewigkeit dauert, KSP 2, würde mich interessieren, wie wir einen Asteroiden sammeln. Denn was ihr nicht wisst, beim Tage dieser Aufnahme sind es noch 3 Tage, bis Bennu von, wie heißt der, Trojan Rex oder sowas, von dem Satelliten, sozusagen, er landet halb, er tut Bodenproben von Bennu sammeln, dem Asteroiden, der uns in ein paar hundert Jahren wohl erwischen könnte. Sehr, sehr spannende Sache. Ich habe heute wieder die Infos von der NASA angeschaut. Sehr interessant, wie die Oberfläche von Asteroiden ist. Und ich würde auch gerne einen Asteroiden mit einer Sonde besuchen. Ja, ich habe viele Ideen mittlerweile. Auch diese Sonde ist wieder so eine Hipster-Schnellidee. Schauen wir mal, ob wir irgendeinen haben. Wir haben den Aster 375. Der wäre in einer sehr nahen Umlaufbahn. Den könnte man schnell besuchen, rein theoretisch. Wir haben auch einige, die relativ nah noch zu uns fliegen. Aber vielleicht sollte man, bis man das macht, gute Satelliten bauen können. Weil, was ich gerne machen würde, landen, Bodenprobe oder so eine Probe nehmen oder irgendwie so. Oder vielleicht sogar den ganzen Asteroiden in den Orbit um Kerbin schicken. Weil das wäre wieder so eine typisch geile Base. Aber wir haben ja auch andere Sorgen, ne? Zum Beispiel, wie kriegen wir unser schönes Zeug frisch? Was ist das da eigentlich schon wieder? Kryokammers, kryonische Tiefkühlkammer für weite Flüge, genial. Ein Experiment Slot Upgrade, das bräuchten wir eigentlich Bergbauen. Das kostet 550. Ionograph. Hier gibt es so viele interessante Sachen. Ich kann mich hier vertiefen wie Sau. Wenn du das anschaust, das ist da, Bean the Down Dart. Das ist gleich ein Scanning Device contains a set of passive and active sensors. Das sind Drohnenteile. Hier der Rover Mate. Das ist für einen Rover eigentlich. Ne, verwende ich gerne für Satelliten, ehrlich gesagt. Ah, das sind so tolle Sachen immer, die man hier freischalten kann. Noch mehr SAS. Elektronik. Das, wenn wir das alles haben, dann können wir bestimmt richtig geile Sachen bauen. Spezialisiert Monopropellant APU. Akkustanden bei Brennstoffzellen und hier noch mehr Satellitensachen. Das wäre natürlich auch hochinteressant. Ein Atomreaktor, ein Nuklearantrieb eigentlich. Wir bauen und ich würde sagen an unserem Rover, dass wir den mal auf die Oberfläche schicken können. Was denn, Leute? Es wird dunkel, ihr müsst schlafen gehen. Bettzeit. Ja. Ja. Wir müssen auch immer zurückmeckern. Wir können mal öffnen. Ich glaube, der müsste aber unter RSR sein. Genau. Rover B1. Ich glaube, den haben wir jetzt nicht so voll mit Daten geladen. Aber wir können das Teil überlegen, wie wir das am besten vereinen mit einem Dropper. Wo ist denn der Gewichtsmittelpunkt? Au. Es könnte daran liegen, dass da vorne halt schon irgendwie sie austarieren, denke ich. So. Dann bauen wir. Warte mal, was braucht denn ihr für? Ihr seid Monopropellant-Antrieb, oder?
Ihr seid monopropellant, ja. Bedeutet, wir nehmen hier Structural. Structural. Also eine blöde Frage. Ich hätte gedacht, ich kann hier drauf was platzieren, aber... Doch, jetzt, das kann ich zum Beispiel drauf platzieren. Also ein bisschen zu groß. Ich brauche so einen kleinen Strut eigentlich. Hier so einen mini-kleinen. Genau, das passt von der Größe mal hier. Das muss dann nur noch mittig sein, genau. Dann können wir oben drauf... Okay, wir brauchen auch nicht XXL. Aber sowas in der Größe, glaube ich, wäre gar nicht dumm. Dann braucht es ein Energieteil. Und dann einen Kopf. Immerhin ist und bleibt es eine Drohne. Auch da oben drauf. So, zack. Dann braucht es Kommunikation. Im Grunde bringt das Teil das ja komplett zum Boden. Und dafür muss es auch dementsprechend gerüstet sein. Satellit, Satellit. Was halt dementsprechend schwer wird, wird versuchen, den Ausgleich zu bringen. Deswegen kommen die Teile jetzt dran. Die sollen dann... Eigentlich sollten da kleinere reichen, oder? Ansonsten tun wir halt noch mehr... drumherum anbringen. Dann würde ich nämlich... die Teile hier anbringen und sagen, okay, warte mal, den tun wir jetzt in einem Winkel dran sogar. So. Und jetzt tun wir mal unter Struktur... Ich will halt, dass das jetzt auf jeden Fall nicht verkackt. Aber da muss ich von der anderen Seite dran, ne? Damit das... So. Sollen wir das mal probieren, ob das fliegen kann, rein theoretisch? Ich kann es nicht versprechen, aber funktionieren könnte es. Was wir noch machen, wir könnten auch rein theoretisch hier so Gyroskope anbringen. So. Speichern. Einmal aufs, aufs Startpad, einfach zu schauen, ob das Ding abheben kann. Aber wenn wir dann von oben sagen, von hier steuern und dann droppen wir das, dann können wir den Landebot wenigstens noch wegschießen oder so. Irgendwas in der Weise. Aber wir müssen das Teil wenigstens mal auf den Mann kriegen. Das wäre mal wichtig. Und je mehr Power das hat natürlich, desto besser ist es. Okay. Oh. Pop. Alter! Abkoppeln! Hui! Okay, zurücksetzen. Okay, darauf habe ich null gedacht, dass die Antriebe ja Schaden zufügen können. Ja, wir müssen die höher bringen. Kann ich, warte mal, nee, weg damit, das hört sich jetzt vielleicht nach Cheaten an, aber kann ich das Gewicht so ausbalancieren,
Oder soll ich den Arm vielleicht dann nach da hinten setzen? Dann wäre der auf jeden Fall. Hier relativ mittig. Jetzt müssen wir das nächste Problem lösen mit den Antrieben. Nochmal probieren und zu starten das ganze Teil. Weil die RCS-Booster waren jetzt wohl nicht stark genug, um den Ausgleich zu machen, oben um gegenzuwebbeln. Wie ich es mir erhofft hätte für den Rover. Aber ja. Weil das Ganze wird dann umgedreht und oben auf eine Rakete draufgepackt. Die dann im Umlauf von Mann bis so kurz vor die Landung schafft und dann Bremse einleitet. Oder beziehungsweise das Teil bremst sich selber ja dann am Ende. Hui. Irgendwie. Ganz kapiert halt noch nicht, wie das Teil fliegt. Oh, ich weiß auch wieso, warte mal. Flug zurücksetzen auf Flugzeugbau. Die Antriebe sind nicht schlecht. Ich muss nur herausfinden, wie ich sie noch höher kriegt oder weiter raus. Haben wir denn rein theoretisch Alternativantriebe? Bist du ein Monopropeller? Ne, du bist ein Oxidizer-Antrieb. Du bist ein Monotreibstoff. Jo, ich wollte noch keine Welt hochjagen, so zur Info. Die wäre natürlich genial. Warte mal, können wir rein theoretisch mit dem Structural-Zeug, was wir haben? Antriebe so weit da rausstrecken, dass wenn wir die kippen, dass die keinen Schaden mehr machen, das wäre natürlich genius. Weight and Thrust sind aligned. Speichern und nochmal starten. Das wäre natürlich super, wenn das so funktioniert, wie erhofft. Dann schicken wir das einmal nach Minus und einmal zum Mann. Und dann ist alles tiptop parat. Aber wir müssen halt testen. Wir müssen jetzt probieren, wie gut fliegt das Teil, welche Gewichte haben wir wo. Erstmal tausendmal simulieren, bevor wir einwerkstatt fliegen können. Und dann ist immer noch das Risiko relativ hoch, dass alles schief läuft. Mein Plan ist jetzt sozusagen einmal einen Testflug auf Körbin zu machen. Bevor wir dann alles testen auf Mann. Von hier steuern. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert! Es hat funktioniert! Bitte was? Ich kann es ja kaum glauben, ne? Vorteil ist ja natürlich, dass jetzt so die Fahrrichtung sogar stimmt. Das wäre der erste Richtwürde. Wir tun jetzt nochmal einen Flug zurücksetzen, einmal nochmal auf Start. Ich will nochmal probieren, wie gut wir das Teil fliegen stellen. Weil das hat natürlich ordentlich Thrust unter der Haube. Also geeignet ist das Ding wahrscheinlich sogar für Duna von der Stärke her. Wenn ich mir das so vorstelle. Also von der Stärke von dem Monopropellant-Antrieben. Easy. Zack.
von hier steuern. Brakes on. RCS on. Alter! Das funktioniert! Landung? Das Scheißteil schießt irgendwo hin, Richtung Mond wahrscheinlich schon. Dann tut man die Bremsen deaktivieren. Zack, easy. Ich würde das ready für Module für Mann behandeln. Noch ein paar Scan-Einheiten drauf und fertig. Das Ding ist fertig. Okay, Leute, aber mit mir sprachlos würde ich sagen, war's das für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und in der nächsten Folge machen wir dieses Teil startfertig, damit wir Richtung Mann können und die ersten Rover-Tests vornehmen können für die Vorbereitung Richtung Duna zu fliegen, wo wir natürlich davor noch ein paar Satelliten Richtung Duna schießen sollen, wie damals im Plan. Stand von dem, den ich geschrieben habe, ne? Ja, wir sind schon. Aber ich würde sagen, wir machen das Ding jetzt in der nächsten Folge. Also, bis dann. Ciao!